Und jetzt sage ich euch, ich freue mich, was jetzt kommt oder wer jetzt kommt. Oder nicht ganz, jedenfalls was ihr jetzt sehen werdet. Das kenne ich schon lange. Es sind die Flöhe. Ja. Ich entnehme eurem Beifall, dass ihr wisst, dass die Flöhe eigentlich Flot de Cologne sind. Ja, ich kenne sie deshalb so gut, weil sie waren viermal beim Festival des politischen Liedes in Berlin, 73, 74, 77, 81. Ja, sie haben sich 1966 gegründet als Kabarett. Und sie waren, wie sie heute kokett bescheiden sagen, zumindest in Köln weltberühmt. Sie waren ein bisschen weiter darüber hinaus auch, jedenfalls berühmt. Und ihr könnt sie heute nicht ganz live erleben. Das geht deshalb nicht, weil sie sich vor 40 Jahren schon aufgelöst haben. Aber einer wird da sein. Ihr Haupttexter, könnte man sagen, Dieter Klemm, der sitzt gleich hier vorne, aber irgendwann werdet ihr ihn dann auf der Bühne sehen. Flot de Cologne wurde, wie beschrieben, eine linksenergische, dialektisch begabte Politrockgruppe. Sie haben dafür 17 Strafanzeigen eingesteckt, stellt euch das mal vor, ja? Allerdings auch im vorigen Jahr einen großen Preis erhalten, nämlich für ihr Lebenswerk, und zwar den Holger Tschukai-Preis. Ich hatte bisher keine Ahnung, was das für ein Preis ist, aber ich habe mich natürlich ein bisschen belesen. Ist ja logisch, macht man ja, wenn man so eine Aufgabe hier hat. Das ist eine, sozusagen die höchste Auszeichnung, die vergeben wird im Bereich der Popmusik in Deutschland. Ja, haben sie gekriegt. Für ihr Lebenswerk. Was heißt nun Lebenswerk? Lebenswerk heißt in ihrem Falle 11 große Alben bis zum Jahre 1983. Ich glaube, Dieter hat das gesagt. Wir waren keine Musiker, die schöne, interessante Klänge zu Gehör bringen wollten, sondern wir wollten in Verbindung von Text und Musik den Texten die größtmögliche Aufmerksamkeit verschaffen. Und ich sage euch, das haben sie auch hingekriegt. Ich war immer hingerissen von ihren Werken. Also zum Beispiel, als sie das erste Mal, glaube ich, bei uns waren, Dieter, da seid ihr mit der Geier-Symphonie bei uns gewesen, ja? Das war wunderbar. Da haben sie den 1974, da haben sie den Milliardär und Rüstungsfabrikanten Friedrich Flick als Nazi-Kriegsverbrecher entblättert. Klasse war das. Ganz, ja, könnt ihr klatschen, das war ganz wunderbar, ganz wunderbar. Aber mindestens genauso, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, also 11 CDs mal zähle ich jetzt nicht auf, ne? Ganz besonders aber dann war ich glücklich, hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich mich auch mit Chile beschäftigt habe, ich habe es mir jetzt angeguckt, ich kannte es damals schon. Also ihre große Kantate für Rockband, die sie genannt haben, Mumien. Ihr werdet sie heute nicht ganz sehen, ihr werdet einen filmischen Ausschnitt sehen. Manche, die am 11. September im Babylon waren, haben es da schon sehen können, aber heute ist es also nochmal bei uns. Und ich habe zum Beispiel ihre Texte aus dieser Kantate, einige habe ich nie vergessen, da habt ihr gesagt, die Generäle nehmen täglich ein Blutbad und das Volk kann wieder in Ruhe hungern. Oder der andere, für die Konzerne hört der Spaß da auf, wo unsere Freiheit beginnt. Ja, das toll, ne? Ganz toll, ja. Kleiner Tipp übrigens, wenn ihr den Film gesehen habt, ja, dann wird es euch sicher danach interessieren oder besonders interessieren, am Junge Welt Shopstand, nämlich gibt es ein druckfrisches Digipack mit CD und DVD. Nach dem Film übrigens wird die Chefredakteurin von Melodie und Rhythmus, Susanne Witt-Stahl, zusammen mit den Filmemachern Claudia Opitz und Sebastian Köpke, die heute natürlich auch da sind, und mit Dieter Klemm hier auf der Bühne ein Gespräch führen. Jetzt aber erstmal der Film und dann das Gespräch. Ich wünsche euch Vergnügen, kann man nicht sagen.
Aber ich wünsche euch, dass es euch so Gänsehaut verschafft, wie es mir verschafft hat, als ich es mir jetzt vor kurzem nochmal angeguckt habe. Bis dann. Ist Luis Corvalan gewidmet und allen, die mit ihm in den Gefängnissen und Konzentrationslagern Chiles eingekerkert sind. Allen, die jetzt dafür bestraft werden, dass sie die Freiheit lieben, dass sie Gerechtigkeit fordern. Allen Vergessenen, derer unter der Volksfrontregierung Salvador Allende gedacht wurde. Allen Hoffnungslosen, die in den 3 Jahren der Unidad Popular mehr Hoffnung schöpften als in den 150 Jahren davor. Allen Unglücklichen, die ein kleines Stückchen vom Glück zu fassen schienen. Allen, denen die Mumios, die Mumien, nicht einmal eine bescheidene Zukunft gönnen.
Regierung befreite man Chile von der Ostplünderung durch die Konzerne. Allein 65 Bundesdeutsche und 110 US-Firmen hatten sich bis dahin an Chile bereichert. Darunter die größten Konzerne der Welt wie General Electric, General Motors, Gulf, Ford, Kodak, Esso, Bayer, Höchst, VW. Unter der Volksfront-Regierung verstaatlichte man die Banken. Man verstaatlichte ITT, dessen Jahresumsatz höher ist als das Bruttosozialprodukt Chiles. Man verstaatlichte die Töchter der US-Kupferkonzerne, des Anaconda-Konzerns, größter Kupferkonzern der Welt, und des Kennecott-Konzerns, dessen eine Tochter allein 1969 205% Gewinn machte. Eine Erklärung des Vorsitzenden des US-Senatsausschusses für Lateinamerika. Ich sehe Lateinamerika in den Fängen einer gewaltsamen und destruktiven Massenrevolution. Ich sehe den Verlust von einigen 12 Milliarden US-Dollar Investitionen in diesem Kontinent. Ich sehe den Verlust eines vitalen und expandierenden Marktes. Ich sehe für die USA den Verlust einer entscheidend wichtigen Quelle für strategische Materialien. Zink, Kupfer, Aluminium, Öl und Eisen. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA das chilenische Kupfer wegnehmen würde. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA die chilenischen Arbeitskräfte wegnehmen würde. Das wäre ja noch schöner, wenn das chilenische Volk den USA Chile wegnehmen würde. US-Präsident Nixon. Wir dulden diese Art von Regierung des Marxisten Allende nicht. Seit 1930 haben die USA in Lateinamerika über 40 Regierungen nicht geduldet. Gefühlskälte von Schlechtern, mit von Kommunistenhass angestachelter Bestialität, mit von Blut getrübtem Blick, legen sie auf 30.000 Leichen den Grundstein für ein kapitalfreundliches Chile. Und die USA werden's lohnen. Mit der gleichen Dollarhilfe wie früher, mit der gleichen Militärhilfe, mit der gleichen Korruption, mit der gleichen Ausplünderung der Bodenschätze, mit der gleichen Arbeitslosigkeit, der gleichen Armut und dem gleichen Elend des Volkes. Im Namen der Freiheit oder irgendeiner anderen Lüge. Am 16. Juli 1970 findet in Washington ein Treffen zwischen ITT und dem CIA-Spezialisten für Lateinamerika, William Perot, statt. ITT bietet dem CIA über $1 Million zur Verhinderung der Wahl Allende an. Nach der Wahl Allende schlägt Perot einen Aktionsplan zur Schaffung eines Wirtschaftschaos in Chile vor. Aus den ITT-Geheimakten September 1970. Eine konstitutionelle Lösung beispielsweise könnte aus massiver innerer Unruhe, Streiks, Krisenhandlungen in Stadt und Land hervorgehen. Das würde eine Intervention der Streitkräfte auf unbestimmte Zeit moralisch rechtfertigen. Aus den ITT-Geheimakten Oktober 1970. Es wird weiterhin versucht, Angehörige der Streitkräfte zu finden, die an die Spitze einer Art Aufstand treten könnten. Die Frage ist nicht, ob die Methoden, die wir anwenden, gut oder schlecht sind, sondern ob sie zum Erfolg führen. Josef Goebbels, Februar 43 im Sportpalast. Ende 1971 legt der ITT-Konzern dem Weißen Haus einen 18-Punkte-Putschplan vor. Er wird zur Grundlage des CIA-Plans Centaur. Mit Wirtschaftsblockade, Sabotage, Attentaten, Mordanschlägen, Unterstützung faschistischer Organisationen und Finanzierung des Putsches. 10. September 1973. 24 Stunden vor dem Staatsstreich tagt bei Nixon der Chile-Krisenstab. Kreuzt ein Geschwader der US-Navy vor der chilenischen Küste. Ist eine 150-köpfige Gruppe von US-Luftakrobaten in Santiago eingetroffen. Muss sich der US-Botschafter in Chile beeilen.
dass er rechtzeitig aus Washington zurück ist. Und warten die Kupferkurse ungeduldig auf ihre große Stunde. Satten Fuhrunternehmer streikten gegen das hungernde Volk. Die gesunden Ärzte streikten gegen das kranke Volk. Die Reichen streikten gegen die Armen, wie immer. Die Plantagenbesitzer streikten, sie erschienen nicht zur Arbeit, wie immer. Die Unternehmer machten Generalstreik durch General Pinochet. Bildzeitung. Im Übrigen lasst euch keine Sekunde von unserer Parole abbringen. Sie heißt Vernichtung des Marxismus. Adolf Hitler. Man sagt, dass Demokratie hin und wieder in Blut gebadet werden muss. General Pinochet. Trotzdem können wir erklären, dass unsere Regierung den Gesetzen einer veredelten Demokratie entspricht. Josef Goebbels. Chiles Militär wollte in letzter Essenz die Verfassung retten. Die Welt. Dresdner Bank. Seit langer Zeit erhofft. Höchst glänzend ausgeführt. Rodenstock. Jetzt geht es wieder aufwärts. Oktober 1973. Während Blut und Tränen im Lande knapp werden, hat sich die Zufuhr von Hummer in die reichen Viertel normalisiert. Es herrscht wieder die alte Ordnung. Hinrichtungsziffern und Kupferkurse steigen, die Kanonen bekommen regelmäßig Futter, man achtet wieder auf Sauberkeit. Die Generäle nehmen täglich ein Blutbad, die Herren gehen wieder auf die Menschenjagd und das Volk kann endlich wieder in Ruhe hungern. Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang. Bayern-Kurier. Die süße Ordnung. Wohngebietskliniken abgeschafft. Arzthonorare verdreifacht. Milch für die Kinder der Armen abgeschafft. Milchpreis vervierfacht. Gewerkschaften abgeschafft. Arbeitszeit um 4 Stunden verlängert. Lohnerhöhungen abgeschafft. Preise 500-1000% erhöht. Volksfrontanhänger abgeschafft. Und wer streikt, wird erschossen. Chile wird in Zukunft ein für höchste Produkte zunehmend interessanter Markt sein. Höchst. Die Arbeitslosigkeit hat sich verdoppelt, aber das Vertrauen der internationalen Bankiers ist zurückgewonnen. Wirtschaftswoche. Die Armee amortisiert sich, der Faschismus, er rentiert sich, Geld fließt
Blut fließt in Chile. Schüsse fallen, Patrioten fallen, Blätter fallen, es ist Herbst in Chile. Blut gerinnt, Gefühl erfriert, Leben stirbt, Winter ist in Chile. Das Leid vergeht, die Kälte vergeht, die Nacht vergeht, die Sonne erwacht im Frühling in Chile. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Man darf sicher sein, dass es dem Militärjunta nicht leicht gefallen ist, den Gewaltakt einzuleiten. Man kann sich die unglaublichen Verfolgungen in den Fabriken nicht vorstellen. Sie warten den Schichtwechsel ab, dann verhaften sie die Arbeiter. Sie nennen sie Extremisten. Bei uns in der Nähe haben sie einen Mann erschossen, der im nächsten Jahr sein Examen als Arzt machen wollte. Sie haben ihn erschossen unter dem Vorwand, er stehe links. Es ist vorher viel von Faschismus gesprochen worden und niemand glaubte daran. Man hielt es für eine Übertreibung. Überall um uns herum starben Menschen. Lastwagen überfuhren Arbeiter, die mit Stacheldraht aneinander gefesselt waren. Andere führte man weg, um sie aufzuhängen. Man band ihre Hände auf den Rücken und hielt ihre Köpfe unter Wasser. Man kniff sie an den Hoden mit Zangen, man schlug sie und misshandelte sie wie im Mittelalter. Das Volk wird wieder an die Macht kommen. In uns brennt Hass. Was sie alles mit uns gemacht haben, niemand kann sich das vorstellen. Das Leid und spürst es fast wie sie. Du siehst die Ohnmacht und fühlst Hass wie sie. Du siehst die Bestien und hörst Beifall von hier. Du hörst die Schreie und es kocht in dir. Die Welt entzündet mit deinen Augen jetzt. Den Kampf entflammen mit deinen Händen jetzt. Du ballst die Fäuste und fragst, wer ist schuld? Willst die Opfer rächen, voll Ungeduld. Die Welt entzünden mit deinen den Kampf entflammen mit deinen Händen jetzt. Die Welt entzünden mit deinen Augen jetzt. Den Kampf entflammen mit deinen Händen jetzt.
denke daran, ein Strohfeuer wärmt nur kurz. Doch der Filz, der am Tag in der Sonne lag, wärmt uns die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Wärmt uns die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Jedoch der Fels, der am Tag in der Sonne lag, wärmt uns die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Jede Nacht hörten wir die Schreie der Arbeiter, die an der Osttribüne des Nationalstadions von Santiago erschossen wurden. Die Blutlachen wurden am folgenden Tag mit einem Schlauch weggespült. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Bruno Heck besichtigte wohlgelaunt das Konzentrationslager, sagte, das Leben im Stadion ist bei sonnigem Wetter recht angenehm, bestieg einen Leichenberg und genoss die schöne Aussicht. Wenn man der CDU glauben darf, ist General Pinochet ein Freiheitskämpfer. Wenn man der CDU glauben darf, sind Wölfe Pflanzenfresser, sind Giftpilze Heilkräuter. Wenn man der CDU glauben darf, sind KZs Schlemmerlokale, sind Folterungen gut für die schlanke Linie, sind Erschießungen gut gegen Hunger, ist Hunger gut gegen Durst, ist Unterdrückung gut gegen Armut, ist Faschismus zur Rettung der Demokratie nötig, ist die CDU zur Rettung der Demokratie bereit, ist der Faschismus zur Rettung der CDU nötig, ist die CDU zur Rettung des Faschismus bereit, ist der Faschismus nötig, ist die CDU bereit. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado. Letzte Rede des gewählten Präsidenten Salvador Allende, 11. September 1973, vormittags. Landsleute, es ist sicherlich das letzte Mal, dass ich mich an Sie wende. Die Luftstreitkräfte haben die Sendeanlagen von Radio Portales und Radio Corporación bombardiert. Meine Worte sind nicht von Bitternis geprägt, sondern von Enttäuschung. Sie sind auch die moralische Züchtigung derjenigen, die den Eid, den sie geleistet haben, gebrochen haben. Angesichts solcher Tatsachen kann ich den Werktätigen nur eines sagen. Ich werde nicht zurücktreten. In eine historische Situation gestellt, werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit meinem Leben bezahlen. Und ich kann Sie versichern, dass ich die Gewissheit habe, dass nichts verhindern kann, dass die von uns in das edle Gewissen von Tausenden und Abertausenden Chilenen ausgebrachte Saat aufgehen wird. Sie haben die Gewalt. Sie können zur Sklaverei zurückkehren. Aber man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die gesellschaftlichen Prozesse aufhalten. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie machen. Werktätige meines Vaterlandes, ich möchte euch danken für die Treue, die ihr immer bewiesen habt. Für das Vertrauen, das ihr in einen Mann gesetzt habt, der nur der Dolmetscher der großen Bestrebungen nach Gerechtigkeit war. Der sich in seinen Erklärungen verpflichtet hat, die Verfassung und das Gesetz zu respektieren, und der seiner Verpflichtung treu war. Dies sind die letzten Augenblicke, in denen ich mich an Sie wenden kann, damit Sie die Lehren aus den Ereignissen ziehen können. Das Auslandskapital, der mit der Reaktion verbündete Imperialismus, haben ein solches Klima geschaffen, dass die Streitkräfte mit ihren Traditionen brechen. Mit den Traditionen, die ihnen von General Schneider gelehrt und von Kommandant Araya bekräftigt wurden. Beide wurden Opfer derselben Gesellschaftsschicht, der gleichen Leute, die heute zu Hause sitzen in Erwartung, durch Mittelsmänner die Macht zurückzuerobern, um weiterhin ihre Profite und ihre Privilegien zu verteidigen. Ich wende mich vor allem an die bescheidene Frau unserer Erde, an die Bäuerin, die an uns glaubte, an die Arbeiterin, die mehr arbeitete, an die Mutter, die unsere Fürsorge für die Kinder kannte. Ich wende mich an die Angehörigen der freien Berufe, die eine patriotische Verhaltensweise zeigten,
an diejenigen, die vor einigen Tagen gegen den Aufstand kämpften, der von den Berufsvereinigungen, den Klassenvereinigungen angeführt wurde. Ich wende mich an die Jugend, an diejenigen, die gesungen haben, die ihre Freude und ihren Kampfgeist zum Ausdruck brachten. Ich wende mich an den chilenischen Mann, an den Arbeiter, an den Bauern, an den Intellektuellen, an diejenigen, die verfolgt werden. Denn der Faschismus zeigt sich bereits seit vielen Stunden in unserem Land. In den Terrorattentaten, in den Sprengungen von Brücken und Eisenbahnen, in der Zerstörung von Öl- und Gasleitungen. Die Geschichte wird über sie richten. Radio Magellan wird sicherlich zum Schweigen gebracht werden. Und der ruhige Ton meiner Stimme wird sie nicht mehr erreichen. Das macht nichts. Sie werden sie weiterhören. Ich werde immer mit ihnen sein und ich werde zumindest die Erinnerung an einen würdigen Menschen hinterlassen. Das Volk muss sich verteidigen, aber nicht opfern. Das Volk darf sich nicht unterkriegen oder vernichten lassen. Es darf sich nicht demütigen lassen. Werktätige meines Vaterlandes, ich glaube an Chile und sein Schicksal. Es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollen sie wissen, dass sich früher oder später, sehr bald, erneut die großen Straßen auftun werden, auf denen der würdige Mensch dem Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. Es lebe Chile, es lebe das Volk, es leben die Werktätigen. Faschisten werden all das, was die Völker gelernt haben, am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Also auch bei uns. Mumien, die mit feuchten Augen nach Chile blicken, die das R noch rollen sprechen können, die deutschstämmiger sind als die chilenischen Militärs und die gerne irgendeinen Bürgerkrieg verhindern würden. Da sind die chilenischen Großgrundbesitzer: Otto Versand, Quelle, Hertie, Wertheim, Kaiserskaffee von Kühlmann Stumpf.
Da ist die Milliarde deutschen Kapitals in Chile. Da ist das US-Kapital hier. Da ist ITT mit seinen 40 Tochtergesellschaften in der Bundesrepublik. Und da sind die Parteien. Da ist die SPD mit ihrer Delegation bei den Faschisten. Da ist die CDU mit ihrer Konrad-Adenauer-Stiftung in Chile. Und da sind all die schönen Worte von Ruhe und Ordnung und Ruhe und Ordnung. All die Mumien, die den Fortschritt in seinem Namen aufhalten. Da sind all die Mumien ohne Hirn und Herz, damit sie auch die nächsten 1000 Jahre nicht nach Verwesung riechen. Und weil sie Mumien sind, versuchen sie auch aus euch Mumien zu machen und verkleistern eure Augen und Ohren mit dem Balsam von Partnerschaft. Stopfen euch den Mund mit schmackhaften Reformchen, wickeln euch ein von Kopf bis Fuß in Phrasen und hohle Versprechungen, wickeln euch ein, bis nur noch Arme und Beine frei sind. Arme genug zum Arbeiten, Beine genug zum Marschieren, Kopf genug für einen Helm, Mensch genug, frei genug, um die Paläste zu bezahlen, frei genug, um die Pyramiden zu bauen, die Pyramiden von ITT und Bayer. Und ihre Aufseher, die Regierungen, achten auf Lebensqualität, damit die Arbeitsmoral nicht sinkt. Und da muss man auch schon mal das Grundgesetz vergessen und Notstandsgesetze und Sozialistengesetze erlassen. Und da muss man auch schon mal dem Genscher eine Spezialtruppe geben und die Bundeswehr im Streikeinsatz üben. Und da muss man auch schon mal übersehen, dass die Bundeswehr von alten Nazi-Offizieren geführt wird und dass 400 Offiziere NPD-Mitglieder sind. Und da muss man auch schon mal die Kommunisten jagen und den Faschisten die Kredite bewilligen. Und da muss man auch schon mal den Kalten Krieg aufwärmen, Linke ausschließen und nach rechts rücken, in die Vergangenheit, zu den verfassungstreuen Braunhemden, zu den putschfreundlichen Christen, zu den Mumien, zu den Mumios, wie in Chile, also auch bei uns. Chilene, wir werden weiterkämpfen, wir werden uns nicht beugen, wir werden kämpfen, selbst mit den nackten Händen. Ich gehöre keiner Partei an, aber auch ich bin ein Anhänger Allende's. Und selbst obwohl er tot ist, für mich lebt er weiter. Ich habe einen kleinen Sohn, ich werde ihn in diesem Sinne erziehen. Genossen, Kollegen, überlasst Chile nicht den Konzernen. Überlasst nichts den Konzernen, hier nicht und da nicht. Denn für die Konzerne hört der Spaß immer da auf, wo unsere Freiheit anfängt. It's me.
allen Ländern der Welt wächst die Solidarität mit dem chilenischen Volk. In allen Städten der Bundesrepublik organisieren Chile-Solidaritätskomitees den Kampf gegen die Militärjunta. Denn euer Kampf gegen den Faschismus in Chile ist auch ein Kampf gegen den Faschismus hier. Freiheit für Luis Corvalán! Ja, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt habt ihr die Gelegenheit, die Künstler mal hier doch noch live auch zu erleben. Genau. Die Gina hat vorhin schon das Projekt Flo de Colón vorgestellt, hat sehr viele Superlative benutzt und ich kann nur sagen, völlig zu Recht. Das ist linke Musiktheaterlegende. Immer wieder haben Kritiker auch gesagt, sie haben die Rockoper in Deutschland erst erfunden und da ist natürlich das Links ganz, ganz wichtig. Deswegen werde ich jetzt nicht noch eine weitere Ode singen, sondern werde nur noch mal das Wichtigste sagen. Erstmal über den Dieter, für den das total wichtig ist, auch noch mal festzustellen, er war nicht der Texter der Band, sondern er war der Sprecher, er war Perkussionist und er war der Manager der Band. Ganz wichtig für uns auch natürlich, dass die Band eine marxistische Orientierung hat. Das muss man, glaube ich, kaum weiter erläutern. Das hat man gerade sehr, sehr deutlich an dem Film gesehen und gehört vor allen Dingen auch. Wichtig ist noch, dass die Band 2023 den Holger Schukay-Preis verliehen bekommen hat. Und alles Weitere wollen wir gleich im Gespräch noch herausarbeiten. Jetzt möchte ich aber hier noch meine beiden anderen Gäste vorstellen. Einmal zu meiner Linken die Claudia Opitz und dann den Sebastian Köpke. Und sehr herzlich willkommen heißen natürlich. Ich habe schon gestern im Vorgespräch gesagt, irgendwie zusammen verkörpern die beiden sowas wie eine Art Gesamtkunstwerk, weil sie so viele Kunst- und Kulturbereiche bespielt haben,
Gestalter seid ihr, ihr seid Ausstellungsmacher, ihr habt Kinderbücher produziert, ihr habt ein Kindermusical mit dem Titel Das Zebra und der Kolibri auf die Bühne gebracht. Aber jetzt für unseren Kontext natürlich ganz wichtig, im vergangenen Jahr die Ausstellung El Pueblo Unido, Erinnerung an den 11. September. Im Babylon-Kino war das, und da ging es im Schwerpunkt um die Solidaritätsbewegung, die es damals gegeben hat für die verfolgte chilenische Linke. Nun ist natürlich wichtig, wir haben euch jetzt hier natürlich auch eingeladen als diejenigen, die dieses Stück visualisiert habt in einer, wie ich finde, sehr ergreifenden und sehr bewegenden Art und Weise. Und wir wollen noch mal ein bisschen jetzt einen kurzen Ausflug in die Vergangenheit machen. Wir schreiben das Jahr 1974. Der Putsch war erschütternde Realität. Als Künstler habt ihr euch damals sehr intensiv mit dem Faschismus, mit dem Pinochet-Faschismus auseinandergesetzt. Und ihr hattet jetzt da noch eine Besonderheit. Ihr musstet euch auch mit den alten Nazis in Deutschland noch rumschlagen, die damals den Faschisten in Chile für ihre Morde und ihre Folterorgien auch noch heftig applaudiert haben. Und heute, und das setze ich jetzt dagegen, und da sehen wir, dass es erschütternde Parallelen gibt. Heute sind die alten Nazis zwar unter der Erde, aber es sind ausreichend neue da. Und diese neuen Nazis applaudieren nicht nur heftig, sondern diese neuen Nazis sitzen auch wieder in Regierung. Sie sitzen an allen möglichen Schaltern der Macht. Und deswegen ist das natürlich für uns total wichtig, uns mit diesem Stück das nochmal zurückzuholen, wo ich auch sage, zurück in die Zukunft, weil es unglaublich progressive Kunst war. Und deswegen für mich ist jetzt nochmal wichtig, damals und heute, die Zeit, wo das Stück visualisiert wurde, was war eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die ihr vermitteln wolltet über den Faschismus und über den Pinochet-Putsch damals? Vielleicht, Dietmar, fängst du mal an. Wir wollten das, was wir über diesen Pinochet-Putsch gedacht und gemeint und gefühlt haben, dass diese Wut, dieser Ekel, das wollten wir eigentlich weitergeben. Und eben auch den Rückschluss zu den Verhältnissen in der Bundesrepublik schaffen. Susanne, ganz kurz noch eine Bemerkung. Also ich war nicht der Texter, hast du gesagt. Gerd Wollschon war der Haupttexter. Und das war auch kein Ausschnitt aus der Chile-Kantate, das war die ganze. Das wollte ich noch sagen. Ja, okay, ja. Ihr habt das jetzt visualisiert und habt ja mit der Visualisierung auch was zu vermitteln, auch Erkenntnisse, die ihr in ganz bestimmte Bilder und sicherlich sehr konzeptioniert gegossen habt sozusagen. Wie seht ihr das heute? Was sind für euch die wichtigen Erkenntnisse aus diesem Putsch damals? Naja, ich sag mal, als der Putsch stattfand, waren wir 6 Jahre alt, 73. Und das ist eben so, dass das für uns beide, wir waren damals, wir sind in der DDR groß geworden, haben die Weltfestspiele erlebt, 73, und wenige Wochen später gehen diese Bilder von dem Putsch um die Welt. Bei den Weltfestspielen haben wir also Inti Illimani gesehen, wir haben Flo de Cologne gesehen, langhaarige Männer, die darüber sangen, dass der Kapitalismus scheiße ist. Und das war irgendwie was man sich auch als 6-Jähriger schon irgendwie gemerkt hat. Und jetzt kam dieses Datum des Jubiläums näher. Und da hatten wir beide eben den Impuls, wir müssen da irgendwie uns zu verhalten, wir wollen eine Ausstellung zu machen. Und in Vorbereitung der Ausstellung kamen wir auch wieder auf die Mumien, auf dieses Stück.
und hatten also dann den Kontakt gesucht zur Band mit der Idee, die dort zu einer Reunion auf die Bühne zu bringen, zu dem Jubiläum. Und da hat Dieter freundlich abgewunken und gesagt, das wird schwierig. Und dann haben wir eben gefragt, ob es denkbar wäre, dass wir eben mit der Musik irgendwas anfangen können, um die wieder sichtbar zu machen. Weil im Kino Babylon zur Eröffnung wollten wir jetzt nicht die Leute einladen, um sie um einen Schallplattenspieler zu setzen. Also wir brauchten irgendwie eine Bebilderung. Und da kam dann eben, hat Dieter ja gesagt. Das hat uns sehr gefreut und wir haben praktisch mit dem Mandat der Band uns dann an die Arbeit gemacht. Und da war es dann eine komische Sache. Zum einen war es sozusagen so rein technisch, dass man sagt, man findet die richtigen Bilder zur Illustration der markanten Texte und kriegt das also irgendwie auf die Taktung so hin, dass die, weil ich sag mal, es war so schwer nicht, weil die Musik ja schon eine innere Dramaturgie hat. Das Ganze ist ja schon spannend und da war sehr viel vorgegeben. Es mussten nur jedes Mal, wenn wir uns rangesetzt haben, immer wieder Taschentücher bereitlegen, weil Claudia jedes Mal in Tränen ausbrach. So viel sei verraten. Ja, de facto war es Tatsache so, wir hatten ja, wie Sebastian schon sagte, eine reale Erinnerung an die Ereignisse, zwar aus kindlicher Sicht, aber dennoch so, das ist uns jetzt noch klar geworden, dass es uns auch emotional über viele Jahre irgendwie latent beschäftigt hat. Und uns war es wichtig, mit der Aufstellung im Babylon eben nochmal wirklich zu zeigen, wozu Solidarität in der Lage ist und wie sie stattgefunden hat, sowohl in Westdeutschland als auch in der DDR und auch in West-Berlin. Und konnten anhand der Bilder und der Dokumente, die wir im Vorfeld eben zusammengetragen haben oder auch von der Allende-Stiftung erhalten haben oder von wem, also aus Privatbeständen, eben auch sehen, wie reichhaltig diese Bilderwelt war. Das heißt, alles, was in dem Film vorkommt, ist aus dieser Zeit. Wir haben weder irgendwas verändert noch irgendwas dazugefügt. Und das machte die Sache für uns ein bisschen zur, ich habe gesagt, ein bisschen Traumabewältigung war es auch. Nun ist mir sehr aufgefallen, dass etwas, was heute kaum noch in Kunst, die sich antifaschistisch wähnt, vorkommt, nämlich dass ganz deutlich herausgearbeitet wurde, dass Faschismus die brutalste Form des Kapitalismus ist. Eine Erkenntnis, die ein bisschen aussortiert wurde, um es mal freundlich zu sagen. Was mir auch sehr auffällt, es erzählt eine Tragödie und ihr habt keine Scheu gehabt, die Gräuel des Pinochet-Faschismus offen zu zeigen, offen darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite, in der Schlusssequenz, legt ihr den Hebel um und tatsächlich geht ihr in einen unglaublich selbstbewussten, revolutionären Optimismus über. Und für mich ist natürlich wichtig, heute findet man das kaum in der Kultur. Findet ihr, dass das vielleicht heute auch gar nicht mehr angebracht ist? Also ist das nur noch Luftschlossarchitektur oder fehlt es auch einfach heute den Künstlern an Mut? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort ist. Es fehlt an Künstlern, die so für eine fortschrittliche, für eine linke Sache brennen, dass sie es nicht anders können, als es auf die Bühne oder auf die Platte oder so zu stellen. Ich glaube nicht, dass es eine Frage des Mutes ist. Es ist eine Frage der... Es gibt diese Künstler heute nicht. Man kann jetzt lange darüber nachdenken und fragen, warum gibt es sie nicht? Einer meiner Gedanken dazu ist, dass wir 1960, 70, 80, als wir aktiv waren und 2025, dass wir wir leben in einer anderen Welt. Wir leben jetzt in einer absoluten Bilderwelt. Wir werden zugeschüttet mit, ich weiß nicht wie viele Fernsehsendern und Streamingdiensten und was weiß ich alles. Ich glaube, die Konzentration
auf das politische Geschehen in der Welt und im Land ist nicht mehr so. Es war damals eine andere Zeit. Es gab linke Kultur. Die Gewerkschaften haben Tourneen mit uns gemacht. Die Gewerkschaften haben nicht nur mit uns Kulturveranstaltungen gemacht. Die DKP war sehr stark, hat Kulturveranstaltungen gemacht. Die STRJ. Diese Zeit ist im Moment nicht mehr. Es gibt kaum Kulturveranstaltungen oder Kulturengagement in den Gewerkschaften, kaum oder sogar gar nicht, das weiß ich nicht genau. Es gibt die DKP ist schwächer geworden, kann nicht mehr so viel leisten, obwohl sie ja hier das schöne UZ-Pressefest gemacht hat in Berlin. Es ist eine andere Zeit und es fehlt an Menschen, die für die Verbesserung und Veränderung der Welt und der Verhältnisse glühen und brennen und dies machen wollen. Seht ihr das? Ja, ich würde das Thema Mut doch ein bisschen nach vorne schieben wollen, weil wir haben mittlerweile auch in der Kulturszene natürlich auch Abhängigkeiten von Fördergeldern, Abhängigkeiten von medialer Aufmerksamkeit und so weiter. Und ich glaube schon, dass, das sage ich ganz offen, dieses System mittlerweile ziemlich perfide Techniken entwickelt hat, da auch Druck auszuüben, ohne das oft direkt anzusprechen. Ich möchte an dieser Stelle mal einen kurzen Schwenk machen. Wir haben zum Beginn der Corona-Pandemie in einem, nennen wir es mal, Künstler- und kulturschaffenden Bereich eine Initiative gegründet. Die Petentin ist auch heute hier, Katrin Schülein, Kultur ins Grundgesetz. Und hatten auch eine Menge mediale Aufmerksamkeit, Tatsache, also Interviews und so weiter und so fort. Und auch die Unterschriftenliste war jetzt mit über 30.000 nicht wenig, aber auch wiederum nicht genug und waren sogar vor der Kultusministerkonferenz geladen, also konnten uns damals aussprechen dort. Aber wir hatten auch damals aus dem, sag mal, Westteil, sprich der Alt-BRD, ziemlichen Gegenwind und wir haben uns sehr gewundert darüber, konnten das überhaupt nicht verstehen, wieso können die dagegen sein, dass Kultur ins Grundgesetz kommt. Mittlerweile habe ich ein Stück weit Verständnis dafür entwickelt, weil man doch zunehmend merkt, dass der Staat seine Krakenfinger in diesem Bereich richtig reinschiebt. Und das ist eine große Gefahr und hemmt natürlich auch kritische Sichtweisen und erst recht den Mut, auf die Bühne zu gehen und darüber zu sprechen. Möchtest du noch was ergänzen? Naja, vielleicht von mir noch eine Anmerkung dazu. Also was wir schon bei der Arbeit an dem Film und auch jetzt, wenn man es hier wieder sieht auf großer Leinwand, was uns da tatsächlich immer die Schuhe auszieht, ist die Klarheit der Sprache, die nicht wertschätzend ist und nicht auf leisen Sohlen daherkommt, sondern die sozusagen, also Flor de Cologne haben nie mit einem Florett gefochten, sondern immer mit der Axt. Und das finden wir erstmal großartig. Und es war ja damals schon sozusagen immer diese Einschübe der Presse, also die Macht der Presse, die Schlagzeilen, die jetzt hier sind. Es ist eben auch was mit der Sprache passiert. Also das heißt, wir sind alle gemeinsam gegen rechts. Wir gucken alle Richtung Thüringen und hängen uns Knoblauch und Kreuze um, weil dort Björn Höcke sitzt. Aber heute war zu lesen, im Spiegel die Umfrage, ob denn, also an die Leser gerichtet, die Frage,
wenn jetzt das in Taiwan und mit China da irgendwie kompliziert wird, sollte da Deutschland nicht solidarisch sein und so weiter? Sollen wir uns da nicht militärisch schon drauf vorbereiten? Also wir sollen wieder kriegstüchtig werden und so. Und das kann ja alles völlig auf offener Bühne diskutiert, besprochen, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit der Welt. Und da ist eben mit der Sprache was passiert und da ist auch mit den Linken was passiert. Also das, also wir liefern jetzt Raketen, wir liefern Flugzeuge an Saudi-Arabien, wir holen unsere, machen ja keine Geschäfte mehr mit Despoten, deshalb kein russisches Öl, sondern wir holen es jetzt aus Armenien. Und dieser ganze Irrsinn ist schwer verdaulich. Und war auch diese Arbeit an dem Film für uns wie ein Sanatoriumsaufenthalt, weil man sozusagen in einer ganz klaren Welt der Worte sich da bewegt hat, die noch meinten, was sie gesagt haben. So. Liebe Leute, ich habe schon von der Regie gerade ganz energische Zeichen bekommen, dass wir leider zum Schluss kommen müssen. Trotzdem möchte ich dem Dieter wenigstens ihm noch Gelegenheit geben, in vielleicht 2, 3 ganz knackigen Sätzen jungen Künstlern, die heute mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die ihr auch angesprochen habt, zu kämpfen haben, aber die in eure Fußstapfen treten möchten. Was rätst du denen? Erstmal rate ich denen, dass sie auf jeden Fall hier zur Rosa-Luxemburg-Konferenz kommen sollen. Weil man hier bestimmt viel Mut schöpfen kann für die linke Sache. Und dann kann ich Ihnen nur raten, Sie sollen anfangen, Sie sollen es machen, Sie sollen es versuchen. Sie sollen lesen, recherchieren, arbeiten. Und natürlich fängt man nicht groß an. Wir haben auch in kleinen Hinterzimmern angefangen, als wir los. Man muss arbeiten und immer bei der Sache sein. Und was ich vorhin schon mal sagte, man muss für die Sache brennen und glühen. Dann geht es. Für alle, die jetzt gern mehr gehört hätten, habe ich jetzt noch einen Trost. Die Gina hat es vorhin schon gesagt, es gibt die Mumienkantate als CD, visualisiert auch auf DVD plus Textbuch. Ihr könnt das hier am Junge Weltstand kaufen. Und das richtig Tolle ist, die drei stehen jetzt noch eine Stunde für euch zur Verfügung, ja, um CDs zu signieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr eine Frage habt, ihr werdet eine Antwort bekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Vielen Dank. Gerne. Danke. Vielen Dank auch von mir an euch beide, Claudia, Dieter, mein Lieber. Schön, dich gesehen zu haben wieder. Claudia, du bleibst noch ein bisschen, wir quatschen jetzt mal noch kurz. Du hast schön gemütlich gemacht. Ich mache mich auch gemütlich. Bevor wir anfangen, will ich mal sagen, alle, die sich beteiligen wollen an unserer danach beginnenden Manifestation für einen gerechten Frieden in Nahost, ihr könnt schon mal anfangen, euer Zeugs hier so auf die Bühne zu kommen, so an die Seite, vielleicht nicht ganz direkt vor uns, aber irgendwie so, ja? Wir reden ein paar Minuten und dann geht es ja los. Weißt du, Susanne, ich denke einfach, ich bin nicht die Einzige, die wissen will, wie das jetzt mit M&M, mit Melodie und Rhythmus weitergeht. Nun haben wir die Chefredakteurin hier, dann muss die uns jetzt mal Rede und Antwort stehen. Ja? Ja,
Es passiert eine ganze Menge. Das ist schon, will ich erst mal vorab sagen, die Tatsache, dass wir jetzt für die Herausgabe der Printausgabe 2 Jahre Zwangspause hatten, hat nicht bedeutet, dass wir untätig waren. Wir haben uns sogar fürs Jahr 2024 eine ganze Menge vorgenommen. Dazu gehört erstmal natürlich, dass wir den Newsletter weiter rausgeben. Viele wissen das gar nicht. Man kann bei uns kostenlos ein M&R-Newsletter 4-mal im Jahr beziehen. Übrigens auch für Menschen, die das kein Abonnement haben. Ihr braucht euch einfach auf der Homepage der M&R anmelden und zack, dann habt ihr diesen Newsletter dann regelmäßig. Was wir aber jetzt an größeren Projekten machen, viele, viele Leute haben uns gefragt, was denn nun aus der Konferenz der Bandera-Komplex geworden ist, was da jetzt endlich mal an Dokumentation kommt. M&R war ja auch Mitveranstalter, deswegen ist das wichtig. Wir arbeiten jetzt, und das geht gleich los nach dieser Konferenz, an dem Dokumentationsband, und wir hoffen, dass wir den im Frühling dann veröffentlichen können. Wir werden auch, und das freut uns riesig, auch für Frühling anvisiert ist, dass wir endlich die Hommage an Hans-Werner Henzes Floß der Medusa, die wir 2019 auf der Künstlerkonferenz aufgeführt haben, wir können uns auch hinstellen, dann könnt ihr euch schon aufbauen, dass wir diese Hommage endlich auf DVD veröffentlichen können. Ganz wichtig natürlich, Ziel ist ja, die M&R wieder als Printausgabe rauszubekommen, und deswegen schreiben wir jetzt auch wieder die Redakteursstellen aus, damit wir wieder ein Team aufbauen können. Sehr gut. Jetzt mal die Frage, das klingt mir jetzt alles so dringlich, ja? Nun, die Zeiten sind so, dass man also alles Mögliche dringlich machen muss, das ist klar. Aber hängt es mit den Zeiten zusammen oder hängt das mit euch? Sagt dazu bitte noch ein Wort. Naja, wir sehen ja, dass die Medien in der gesamten westlichen Welt synchronisiert werden. Das passiert auch auf der Kulturebene. Wir sehen eine starke Entdemokratisierung. Wir sehen, dass der Rechtsopportunismus einen Siegeszug angetreten hat, und dagegen wollen wir natürlich was unternehmen. Und unternehmen dagegen, das bedeutet natürlich einmal, dass wir Ideologiekritik machen an den ganzen NATO-Troubadouren, an den ganzen Ampel-Musikantenstadel, die da läuft, und dass wir den authentischen antifaschistischen Künstlern und den Künstlern, die sich immer noch dem Anti-Imperialismus verpflichtet fühlen, ein ganz, ganz starkes Sprachrohr zur Verfügung stellen müssen. Ja, es kann so nicht weitergehen. Es kann nicht weitergehen, dass zum Beispiel eine faschistische Avantgarde-Band, die sich banderistisch positioniert, auf den Brecht-Tagen auftreten kann, ohne dass es einen Aufschrei der Empörung gibt, auch in den Medien. Solche Obszönitäten, anders kann man das nicht nennen, können wir nicht weiter hinnehmen. Es muss dagegen starke linke Kulturmedien geben. Und deswegen, ich muss mich jetzt hier kurz fassen und kann ganz viel nicht sagen, was ich noch sagen wollte. Aber eins will ich noch sagen. Liebe Leute, lass uns kämpfen, lass uns in die Offensive kommen mit den Kulturmedien. Und deswegen, ich kann nur sagen, man kann von den Flöhen auch lernen, ein wunderbarer Satz: unsere Feigheit ist der Mut der herrschenden Klasse. Und das muss anders werden, das muss endlich anders werden. Ja, wir müssen wieder angreifen. Und deswegen, letzter Satz, liebe Genossinnen und Genossen, die den Journalismus beherrschen und viel über Kunst und Kultur wissen und auch noch mehr wissen wollen. Auch hier noch ein Satz aus den Mumienkantate. Genossen, Kollegen, nicht lange überlegen, in die Hände gespuckt und ran. Vielen Dank. Danke dir auch. So. So. Ich bleibe einfach hier, weil das ist, ja, muss ich. Muss ich mich mal hier vordrängeln.